Hallo. Das war ja ein Mau. Das war schon das Go. Hallo. Okay. Hallo. Und herzlich willkommen bei Folien. Guys. Genau. @folien.x.de. Jetzt müssen wir aber auch die Autos benennen einzeln. Scheiße. Scheiße. Diese Woche haben wir viele bunte Autos poliert. Hier in unserer Halle. Dieses Kfz ist ganz cool und mega blau. Geiler. Blau. Geiler. Geiler. Du musst jetzt das nächste Wort sagen. Geiler Blau. Scheiß. Geiler Scheiß. Richtig. Okay. Der Tommy erklärt euch jetzt, was wir diese Woche alles so gemacht haben. In diesem Sinne. Ich erkläre dieses Auto. Olli darf dann das nächste machen. Dieses Auto ist ein... Oder macht er das auch? Genau. Ja. War nur eine Cola. Das zensiere ich. Coca-Cola. Kannst du eigentlich auch mit so einem Weitwinkel filmen, dass man breiter aussieht? So, Olski, was ist denn jetzt hier? Na, weiß ich doch nicht, Mann. Ich halte die Kamera. Du musst ja. Ja, ich hab gleich zusammen. Jetzt machen wir schnell. Dieses ist das erste Auto diese Woche. Ein Dodge Ram Bock. Wie immer. Wie immer, genau. Hast du gerade wirklich gehabt? Wollen wir jetzt wirklich in der Reihenfolge das machen? Mann, jetzt. Dann müssen wir ja rausgehen. Na, dann filmst du erst den Anhänger, sagst, guck mal, wir haben hier einen schönen Anhänger. Und dann haben wir ein noch schöneres Auto dazu. Passende Luft. Wie war das nochmal, Christopher? Leck mich an meinem. Kopfholz. Da unten. Schnipphuhn! Da. Wir haben auf jeden Fall diese Woche einen Dodge Ram foliert. Oder folieren noch. In Blau, Digitaldruck. Ich muss nochmal zeigen. Blau. Wow. Und weiß. Ist nämlich von dem Fliesengrinder. Fliesengrinder. Dieses Auto kommt aus? KN. Meine Güte. KN. Baden-Württemberg, Mann. Auf jeden Fall ist das ein Firmenauto. Von einem Fliesenleger. Von Fliesengrinder. Griner. Kannst ja auch erwähnen, wie schön man denn auch ein Firmenfahrzeug gestalten kann. Auf unsere Art und Weise. Ja, auf unsere Art und Weise ohne, kann man einen... Ohne langweilige Plotschriften zu verwenden. Ohne Meisterschein. Weil die nämlich auch kacke sind, weil sie brennen sich in den Lack rein. Das ist denn? Ich hab das und gehört. So hast du eine Folge. Kaum ist Christopher wieder da, hat er wieder Ideen. Hat er wie näher an den Heim. Was war denn das jetzt? Das ist das Fahrzeug. Nee, auf jeden Fall, dass das Auto eine Firmenbeschriftung bekommt. Denn sowas machen wir auch. Ist nämlich eine schönere Weise, sein Firmenfahrzeug zu spezialisieren oder zu individualisieren. Auf jeden Fall ist es auch eine schönere Variante als immer nur diese langweiligen Plot-Autos mit einfach nur Schriften drauf. Denn diese Plot-Schriften brennen sich mit der Zeit in den Lack ein. Deswegen sieht man dann diese schöne Umrandung, obwohl die Folie schon ab ist von den Telefonnummern oder Anschriften oder sowas, da die Folie sich mit den Jahren in den Lack brennt. Das passiert aber bei sowas nicht. Beziehungsweise der Lack, wo keine Folie drauf geht, aus. Ja, genau. Man sieht die Veralterung des anderen Lacks, der keine Folie hatte, und den neuen Lack unter der Folie. Auf jeden Fall bessere Lösung, schönere Lösung. Auf den Auto zu schlagen. Auf jeden Fall. Schönere Lösung. Individuell. Schönere Lösung, bessere Lösung, genau. Auf jeden Fall, das Auto machen wir diese Woche. Dazu haben wir schon, es ist übrigens Mittwoch, haben wir schon einen Hänger gemacht, der da hinten dran hängt. Komm mal mit, Olski. Das kannst du jetzt so voll schnell spulen. Das musst du nicht rausschneiden, dann kannst du so bim, 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 bim. Weißt du, wie ich mein? Ich mach dich gleich bim, bim, bim. Jetzt Quatsch. Hier ist der Hänger. Ja, das stimmt.
Auf jeden Fall haben wir auch den Hänger gemacht. Der ist hinten dran an dem Auto und im selben Design. Oh, oh Gott. Ja, wir gehen mal zum nächsten Auto. Gehen mal hier lang. Okay. Oh Gott. Da musst du so einen Einblender machen, wenn du dann das so zeigst, dann komme ich nochmal so. Bumm. Wir sind jetzt am Mittwoch und wir sagen uns im nächsten Video, wie lange dieser Aufkleber dran war. Auf jeden Fall. Ja. Dieses Auto seht ihr uns jetzt verkleben im Chor. It's Superman! Ich würde jetzt nicht dran ziehen, aber das tut weh. Damit hat sich Tommy gerade fürs Intro qualifiziert. Nee. Ha! Düm! Home Hof! Kameramann! Mhm. Du musst mir mal die Folie vom Leib nehmen. Kann doch nicht arbeiten. Also du bist ja aus dem T-Shirt. Aua, mein armes T-Shirt! Aua! Nächstes Auto. Einen Skoda Kodiaq? Kodiaq. Kodiaq ist es, glaube ich, genau. Ist das ein Außendienstler-Fahrzeug von 3M. Deswegen hat das mal endlich mal ein Design bekommen, hä? Wurde mal Zeit. Und zwar im Adler-Design. Oder? Ja, genau. Auf jeden Fall, dieses Design ist so ein bisschen wintermäßig und adlermäßig. Der Seite ist ein Adler drauf, hier mal ein kleiner. Man sieht ganz viel Berge, ein bisschen Schnee. Komm mal ran, Olski, da kann man mal sehen, wie schön diese Details sind. Geh mal hier, ganz nah ran. Genau, deswegen wird man das Auto bestimmt ein bisschen in Deutschland rumfahren sehen, zu den ganzen Folierern und Betrieben und was auch immer. Deswegen, das Auto ist schon fertig, es ist nämlich Mittwoch. So wie schon andere, aber das seht ihr erstmal uns verkleben. Bei euch hat davon ein bisschen was gefilmt, wenigstens. Komm ab. Ruhe am Set! Ruhe am Set! So, Griner-Mobil ist ja schon vorgestellt. Dann haben wir noch einen Cadillac. Geronimo's Cadillac. Das machst du nicht. Geronimo's Cadillac. Der ist demnächst bei DSDS zu sehen. Jetzt machst du einen DSDS-Einblender. So, mit Goldem. Nee, wir haben noch einen Cadillac. Maul halten! Cadillac bekommt ein fettes Skulls-Design. Auf Deutsch Totenschädel-Design. Geile Farben, knallige Farben. Ich war mal so frei, während wir das Intro gesprochen haben, schon mal anzufangen mit der Haube.
Und mal nur so zur Info nebenbei. Wir haben ja einige Schulungen und Zertifikate bei 3M schon gemacht. Für die, die es nicht wussten, so gesehen folieren wir über dem Weltstandard. Mosaik Car Wrapping aus Nürnberg ruft ein. Warte. Ich bin gerade mitten im YouTube-Video. Jetzt bist du quasi im Video drin. Ich habe deine Handynummer gerade schon in die Kamera gezeigt. Genau. So. Ich rufe aber in 5 Minuten zurück. Ich muss schnell mal zu Ende sprechen. Ist schon zu spät, bin fertig. Wir sind alle eingeladen bei Mosaik Car Wrapping. Glaube ich, irgendwie so heißt er. Nürnberg. Auch ein guter Folierer. Wir folieren über den Weltstandard, kann man sagen. Unsere Kollegen waren alle auf den Seminarschulungen, was auch immer, Car Wrapping. Wir haben festgestellt, das klingt doof. Man kann bestimmt mal googeln nach dem 3M, oder nicht mal 3M, allgemein Weltstandard für Kfz-Folierungen. Dort werden keine Türkupfer ausgebaut, da wird im Prinzip gar nichts ausgebaut. Es wird alles mit Schnitten gearbeitet, also mit Überlappungen. Nicht hier. Wir bauen alles aus. So wie der Herr Kuhn jetzt, den zeigen wir euch mal. Damit das Ganze nämlich schön poliert werden kann, haben wir den Onkel da, den seine Haare heute schon wieder quer sitzen. Geht weg! Der ist tätowiert! Echt? Habt ihr gesehen? Nee. Der war im Knast. Nein. Der kam aus dem Knast und ich hab ihn angestellt. Ja, nee, Türgriff ist raus. Das heißt, sauber machen und dann geht's auch gleich weiter. Wir schwenken jetzt gleich auf die Haube. Ich hoffe, der Zoom, der Wisch funktioniert jetzt. 3, 2, 1. Da steht noch ein BMW, den haben wir auch schon rot foliert und zwar in Dragonfire Red, ebenso von 3M. Ja, von der Folierung glaube ich gibt es gar nicht so viel zu sehen, Herr Kameramann, aber den Porn seht ihr. Und zwar, ich hoffe die Sonne scheint jetzt, gibt es den Porn. Ich wische jetzt nach da, da oder da, zum BMW. Wir haben noch ein Auto foliert diese Woche. Diese Woche war sehr voll, oder ist noch sehr voll, wir haben ja erst Mittwoch. Ein C63 AMG Black Series. Dieser bekam komplett Lackschutz für, alle wissen es, den Tiefenkranz und den Schutz, wie wir es gefühlt in dem Video jetzt schon sagen, wo Lackschutz war. Und zwar im Kompletten. Einmal das Komplettpaket. Den seht ihr uns jetzt verkleben, oder? Olski? Sehen wir jetzt den C63 Rap-Porn? Hast du da ein bisschen was gefilmt? Ich hoffe doch. Ich hoffe doch. Genau, dann sehen wir jetzt den Porn. Zone. We gon' get it till we pass out, we still won't.